Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Wind Waker HD. Wir befinden uns weiterhin auf Draconia bei der Bevölkerung der Orni und haben hier auch den Postboten, den wir schon mal in Präludien getroffen haben. Auch hier getroffen, der uns gesagt hat, wir sollen noch hoch zum Häuptling der Orni gehen, der uns auch helfen kann. Außerdem sollen wir noch ganz oben zur Spitze des Berges zum Drachen, weil der uns womöglich auch helfen kann, beziehungsweise wir uns von ihm etwas besorgen sollen. Und jetzt müssen wir uns natürlich erstmal Stück für Stück nach oben arbeiten. So, hier sind wir also mitten am Volk der Orni. Und konntet ihr herausfinden, warum das, der große Valu so außer sich ist? Okay, du scheinst der Häuptling zu sein. Ah, du musst Marus sein. Lasiel hier hat mir alles erzählt. Okay, scheinbar heißt der Postbote dann Lasiel. Du hast mein vollstes Mitgefühl. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, höre bitte nicht, mich darum zu bitten. Ich werde alles für dich tun, was in meiner Macht steht. Allerdings sehen wir uns gerade mit einem unangenehmen Problem konfrontiert. Ist dir der wütende und tobende Drache auf dem Berggipfel aufgefallen, als du zu unserer Insel gekommen bist? Wie du ja weißt, sind das Fliegen und die Lüfte das tägliche Brot des Volkes der Orni. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass wir den Drachenberg besteigen und vom großen Valu eine seiner Drachenschuppen überreicht bekommen, sobald wir das Erwachsenenalter erreichen. Diese ermöglicht es dann, dass uns Flügel wachsen. Aber seit kurzem ist der sonst so sanftmütige Valu ganz außer sich vor Wut. Und man kann sich ihm in seiner Rage gar unmöglich mehr nähern. Dies hat zur Folge, dass die Flügenkinder dieses Jahr nicht auf den Drachenberg zum großen Valu gehen und ihre Drachenschuppe in Empfang nehmen können. Somit werden ihnen keine Flügel wachsen und sie können nicht gemäß der Tradition unseres Volkes leben. Und als Stammesführer der Orni ist es daher im Moment meine drängendste Pflicht, dieses für mein Volk verheerende Problem zu lösen. Ich bin wirklich untröstlich, aber dein Anliegen wird leider warten müssen, bis diese Angelegenheit ausgestanden ist. Werter Stammesführer, vielleicht wäre es eine gute Idee, Marius in der Zwischenzeit wegen der Sache mit eurem Sohn Komori um Hilfe zu bitten. Wie ihr selbst sehen könnt, steht hier ein tapferer junger Mann vor euch. Ich bin davon überzeugt, dass Komori sich ihm öffnen wird. Und da magst du recht haben. Du musst wissen, mein Sohn Komori ist ebenfalls im Flügenalter und müsste sich unbedingt seine Flügel wachsen lassen. Doch leider hat er ein sehr ängstliches Gemüt. Aufgrund dieses Zwischenfalles mit Valu hegt er nunmehr gar keine Hoffnung, seine Flügel zu bekommen. Glaubst du, du kannst mir helfen? Vielleicht geht ja ein wenig von deinem Mut auf ihn über, wenn er dich kennenlernt. Darf ich dich darum bitten, meinen Sohn zu treffen? Danke, das ist sehr großherzig von dir. Wir werden ebenfalls alles daran setzen, unser Problem schnell zu lösen, damit wir danach dich in deiner Notlage unterstützen können. Ich möchte, dass du meinem Sohn etwas Bestimmtes überbringst. Ich habe es einem Mädchen namens Medoli in Verwahrung gegeben, also frag sie bitte danach. Vielen Dank nochmals für deine Hilfe. Ach ja, Maus, hier habe ich noch etwas für dich. Ich hoffe, du kannst es gebrauchen. Eine Posttasche. Eine praktische Tasche, in der du allerlei Dinge befördern kannst. Willst du ihren Inhalt ansehen, wähle sie aus und drücke YXR. Medoli findest du in dem Zimmer oben. Überlass die Angelegenheit mit Valu ruhig uns. Kümmere du dich bitte um Komori. Okay.
im Zimmer über uns. Früher war Drachenberg ein sehr gefährlicher Ort, weil es da so viele explosive Pflanzen gab. Aber jetzt ist er zu einem noch viel gefährlicheren Ort geworden, an dem sogar die ganzen explosiven Pflanzen verdorren. Der große Walu hat da aber wirklich was angerichtet. Okay. Moment. Das sieht mir stark nach etwas aus, wo wir hochkommen. Oder? Ja, Tatsache. Können wir die Sachen auch nehmen? Nein. Lol, jetzt bin ich einfach vollkommen umsonst da hochgegangen. Ich dachte, das wäre irgendwas, wo wir hinkommen. Wo bin ich eigentlich reingekommen? Lol. Das weiß ich tatsächlich auch schon nicht mehr. Falls du vorhattest, zum Drachenberg zu gehen, dann muss ich dich leider enttäuschen. Wie du selber gleich unschwer erkennen kannst, ist nämlich die Brücke kaputt und der Weg ist somit abgeschnitten. Sicherlich könntest du auch durch den Teich bis ans andere Ufer schwimmen, nur ist dieser dummerweise ausgetrocknet. Aber ich bin mir sicher, dass der Stammesführer die Sache schon wieder irgendwie ins Lot bringen wird. Okay, gucken wir einfach mal, was wir hier haben. Oder ist das sogar der Eingang? Nee. Ach so, okay, hier wäre es zum Drachenberg gegangen. Und das, okay. Okay, dann ist der Ort soweit erstmal uninteressant. Was ist mit dem Ort hier? Hier geht es irgendwo nach unten. Gucken wir mal, was wir hier drin haben. Irgendein Zimmer scheinbar. Wer bist du denn? Okay. Mit dir kann ich scheinbar erstmal nichts. Was willst du von mir? Ich habe gerade keine Lust, mich mit jemandem zu unterhalten. Kann ich die irgendwie... Okay. Dann kann ich hier wohl scheinbar erstmal nichts weiter tun. Ich kann ja auch mit nichts interagieren. Okay, vielleicht wird das später nochmal relevant. Dann gehen wir... Lol. Dann gehen wir mal wieder nach oben. So, dann haben wir nur noch das, aber das wird ja eigentlich dann der Ausgang sein, wo wir reingekommen sind. Heißt, für uns geht es jetzt weiter nach oben. Ich weiß Bescheid über dich. Du bist doch der Junge, der aus gewissen Umständen heraus alle möglichen Inseln bereist. Sag mal, dann hast du nicht vielleicht ein paar Goldfedern dabei? Meine Freundin hätte nämlich gerne welche, weißt du? Und ich habe ihr natürlich leichtfertig versprochen, ihr welche zu schicken. Aktuell leider nicht. Oh, du musst der Junge sein, von dem der Stammesführer erzählt hat. Der kleine Komori ist eigentlich ein wirklich braver Junge, musst du wissen. Sein Vater ist ein sehr beschäftigter Mann und Komori war oft alleine, als er noch ganz klein war. Dennoch hat er sich nie beschwert. Aber seit seine Großmutter, die sich sonst immer um ihn gekümmert hat, verstorben ist, hat er seinen Mut und sein Selbstvertrauen verloren. Seine Großmutter war eine herausragende und wichtige Persönlichkeit. Und diese Kugel, die er immer fest umschlossen hat, erhält, war ursprünglich ein Geschenk des großen Walu an seine Großmutter. Okay. Das scheint so eine Art Itemladen? Ne, Post, ne? Post. Oh, das sehe ich hier zum ersten Mal. Moment mal. Sag bloß, du hast das Plakat gesehen und bist wegen dem Nebenjob hier? Welches Plakat? Okay, das merke ich mir auf jeden Fall.
Also ich merke mir das auf jeden Fall. Ist das Plakat hier irgendwo in der Nähe? Weil... Ach, kann man die Dinger... Oh ne, hier kann man nichts hochschieben. Weil dann würde ich mir das nochmal in Ruhe angucken, bevor ich hier nachher irgendeine Sidequest annehme, die ich sofort irgendwie erledigen muss und nicht erst nach einer Zeit oder so. Warum soll ich hier hochgehen? Ist doch nichts. Deswegen warte ich erstmal und gucke erstmal, dass ich das mit dem Sohn des Häuptlings erledige. Und natürlich müssen wir dafür zunächst erstmal Medulli finden. Die sollte ja hier in diesem Stock, in diesem Stockwerk sein. Deswegen hier wahrscheinlich, ne? Tatsächlich, du trägst ein grünes Gewand und einen grünen Hut. Du musst Maris sein, nicht wahr? Ich bin die Maid des ehrenwerten Hüters Valu, der auf dem Drachenberg wohnt. Mein Name ist Medulli. Nun ja, eigentlich bin ich noch in der Ausbildung. Der Stammesführer bat mich, dir das hier zu überreichen. Er hätte gerne, dass du es seinem Sohn Komori bringst. Okay. Komoris Zimmer findest du unten im hinteren Bereich. Ah, okay, bei dem Jungen, wo wir schon waren, der nicht sprechen wollte. Okay, jetzt macht das Sinn. Bitte sei nicht beleidigt, falls Komori unfreundlich zu dir sein sollte. Er meint es wirklich nicht böse. Ach ja, und Marius, ich hätte da noch eine Bitte an dich. Wärst du bitte so gut, danach zum Aufgang am Drachenberg zu kommen? Worum es genau geht, sage ich dir dann. Ja, mal will ich noch gucken, was wir hier haben. Wirf doch mal einen Blick über den Vorsprung. Du wirst feststellen, dass der Teich vollkommen ausgetrocknet ist, aber das ist bei der Hitze nicht verwunderlich. Ich sehe es schon. Okay. Gut, dann merken wir uns das auf jeden Fall auch. Wir gehen dann jetzt erstmal wieder nach unten. Zu Komori. Dann müsste er hier gewesen sein. So. Jetzt überreichen wir dir einmal den Brief. So. Hier in der Tasche müsste der sein. Dann packen wir dich mal kurz, tauschen wir dich mal kurz für Tingles Tasche aus. Und auf X, bitte sehr. Ein Brief? Von meinem Vater? Aufmunternde Worte zu schreiben ist nicht schwer. Aber warum sollte ich mich in so schreckliche Gefahr begeben, nur um diese Drachenschuppe von Valu zu bekommen? In dem Brief steht auch was über dich. Meiner Meinung nach bist du ja ein ziemlich aufdringlicher Kerl, deine Nase einfach so in fremder Leute Angelegenheiten zu stecken. Tut mir leid, aber ich habe wirklich nicht vor, zu Valu hinaufzugehen. Wer weiß, was der mir womöglich noch antut, so wütend wer der ist, geschweige denn, was der mir eine Drachenschuppe gibt. Oder willst du mir etwa weismachen, dass Valu irgendwie besänftigen kannst? Du lügst doch. Und außerdem, reden ist nicht schwer, handeln aber sehr. Aber sollte es wirklich jemanden geben, der es schafft, auf diesen gefährlichen Drachenberg zu gehen und Valu zu treffen, dann würde ich ganz bestimmt auf alles hören, was dieser jemand sagt. Okay. Ich denke mal, das ist dann auch letztendlich der Grund, warum wir nochmal zu Medulli gehen sollen und zum Aufgang... des Drachendingens.
Ist es jetzt der Ort, wo wir ganz am Anfang waren, also hier? Oder die andere Seite, also einen Stockwerk höher? Also hier scheinen sie schon mal nicht zu sein. Dann gehe ich einfach mal davon aus, nach oben. Da unten ist sie. Ja, nee, ist klar. Oh mein Gott. Aber auch nicht einfach zu finden, ne? Du bist ja tatsächlich gekommen. Bitte verzeih mir, dich an einen so gefährlichen Ort gebeten zu haben. Früher war ein herrlicher Teich, der aus einem Geysir heraus entstanden war. Aber seit der ehrenwerte Valu so außer sich ist, versperrt ein Felsbrocken, der von oben in den Teich fiel, diese Wasserquelle. Und der Teich ist ausgetrocknet. Aber erzähl mir bitte erst, ob es Komori schon besser geht. Aber nein, wie könnte es ihm auch besser gehen? Es ist vermutlich auch meine Schuld, dass Komori jetzt so niedergeschlagen ist. Komoris Großmutter war nämlich die ehemalige Maid des ehrenwerten Valu und meine hochgeschätzte Lehrmeisterin. Doch war sie nicht nur seine Maid, sondern auch eine gütige sowie mutige Persönlichkeit zugleich. Meine Fähigkeiten sind noch viel zu bescheiden, um auch nur annähernd einen Vergleich mit ihr standzuhalten. Ja, Entschuldigung. Ja, wäre ich doch nur meiner Aufgabe besser gewachsen, dann wäre Komori jetzt bestimmt auch nicht so desillusioniert. Ich habe eine Bitte an dich, Marius. Ich würde gerne zum Draco-Sanktuarium auf dem Drachenberg gehen, aber ich schaffe es nicht alleine bis hinauf auf diesen Vorsprung. Wenn es mir jedoch gelingt, einen günstigen Wind zu erwischen, tragen mich meine Flügel bestimmt so weit. Und deswegen brauche ich deine Hilfe. Danke. Bitte heb mich hoch. Und wirf mich in Richtung des Vorsprungs da oben. Du musst aber auf die Windströmung hier Acht geben, denn die verwinkelten Felsen sorgen dafür, dass die Windrichtung sich ständig ändert. Und sei bitte nicht zimperlich beim Werfen. Harte Zeiten verlangen harte Maßnahmen, also nimm keine Rücksicht auf mich. Ach du Scheiße. Mir geht es gut. Wirf mich noch einmal. Vielleicht erwische ich jetzt einen günstigen Wind. Wie soll ich denn den Wind abpassen hier? So. Einmal warten, bis es wieder. Bis der Wind wieder richtig steht. Okay, und jetzt. Vielen Dank! Ich gehe jetzt hinauf auf den Drachenberg und werde den ehrenwerten Valu treffen. Keine Sorge. Ich bin zwar noch eine Maid in der Ausbildung, aber ein wenig verstehe ich bereits die Sprache des ehrenwerten Valu. Wird schon schief gehen. Falls mir etwas zustoßen sollte, kümmere dich bitte um Komori. Zum Dank kann ich dir zwar nicht mehr als das hier anbieten, aber vielleicht erweist es sich ja irgendwann mal als nützlich. Eine Flasche. Okay. Das ist sehr gut. Eine leere Flasche. Und bitte erzähl niemandem, dass ich zum Drachenberg gegangen bin. Das muss unser Geheimnis bleiben. Also dann, ich werde mein Bestes geben. Ja gut.
Muss ich dann jetzt zu Komori gehen und den quasi erzählen, yo, hier Dings ist jetzt nach oben gegangen? Ja, eigentlich muss es ja, sagt sie ja, es soll das Geheimnis bleiben, klar. Aber es würde für mich zumindest Sinn ergeben, es ihm jetzt zu erzählen, weil er meinte, wenn sich jemand hoch zum Drachen traut, dann würde er auf diese Person hören. Das wäre jetzt so die einzige Idee, die ich dementsprechend habe. Wo ist denn hier? Hier war doch vorhin noch so ein Orni. Max, weißt du vielleicht, wo Melody ist? Wo Melody ist? Soeben wurde mir berichtet, dass einige fremde Ungeheuer in der Nähe des Drachenbergs ein Mädchen, das Melody ähnlich sah, verschleppt haben sollen. Nun, Melody kann aber unmöglich bis zum Aufgang des Drachenberges geflogen sein. Da handelt es sich sicherlich um eine Verwechslung. Dennoch bin ich etwas beunruhigt. Ach du Scheiße. Nein, als ob sie jetzt auch noch verschleppt wurde. Ja, und jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Muss ich vielleicht nochmal mit ihm reden und ihm sagen, was passiert ist? Vielleicht spreche ich nochmal mit ihm. Also, das ist diese cool, ja. Ja, da hat uns ja schon der Orni von erzählt, über die Kugel. Ja, okay, ich glaube, hier kann ich immer noch nichts ausrichten. Ja, dann muss ich nochmal mit dem Dings reden oder mit dem Häuptling. Aber ich weiß nicht, ob der Häuptling gerade da ist. Deswegen spreche ich vielleicht nochmal mit dem Postboten. Wir werden sagen müssen, was passiert ist, ne?